2,5 Jahre hat sich ein Untersuchungsausschuss in Thüringen mit den Morden der NSU-Terrorzelle beschäftigt. Seit heute liegt der Abschlussbericht vor. Er stellt fest, bei der Fahndung nach dem rechten Trio hat es immer wieder gravierende Mängel gegeben. Es habe sogar den Anschein, dass der Verfassungsschutz die Ermittlungen sabotiert hat. Andreas Postel mit den Einzelheiten. Gedenken an die Opfer des NSU im Thüringer Landtag. Und gleich auf der ersten Seite Entschuldigung für das, was auf mehr als 1800 Seiten folgt. Die drei Bände des NSU-Abschlussberichtes liefern das bisher detaillierteste Panorama von 13 Jahren Ermittlungsdesaster. Der schwerwiegendste Verdacht, gezielte Sabotage. Die Häufung falscher oder nicht getroffener Entscheidungen und die Nichtbeachtung einfacher Standards lassen aber auch den Verdacht gezielter Sabotage und des bewussten Hintertreibens eines Auffindens der Flüchtigen zu. Hat der Verfassungsschutz die Hände über Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos gehalten? Beweise dafür fanden die Abgeordneten in 2,5 Jahren Ermittlungen nicht, wohl aber Indizien. Es begann schon im Januar 1998, als in einer Jenaer Garage Sprengstoff und Bomben gefunden wurden. Den verdächtigen Böhnhardt ließen die Behörden gehen. Mindestens 12 solcher Punkte nennt der Bericht und zieht damit womöglich juristische Folgen nach sich. Ein Opfer des Kölner Nagelbombenanschlags hat auf Grundlage des Berichts den Freistaat Thüringen auf Schadenersatz verklagt. Wir werfen ihm konkrete Amtspflichtverletzung vor. Wir werfen ihm vor, dass er trotz Möglichkeit die Täter nicht rechtzeitig gefasst hat, nicht rechtzeitig verhaftet hat. Hätte er es getan, wäre die Kausalkette nicht in Gang gesetzt worden. In einer Sondersitzung wird der NSU-Abschlussbericht morgen im Parlament debattiert. Sie soll der Würde der Opfer gerecht werden. Wir bitten Sie für die Verdächtigung und die lange Zeit fehlende Empathie um Verzeihung. Unser Beileid gilt den Hinterbliebenen. Die Abgeordneten haben sich für die kommende Legislatur für einen weiteren Untersuchungsausschuss ausgesprochen. Zu viele Fragen sind offen geblieben.